stolz auf uns. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich das so suchten werde, das Game, aber ich kann echt nicht anders. Es spielt sich einfach so mega klasse. Und vielen lieben Dank, Leute, für eure Unterstützung. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, macht einfach weiter wie bisher. Hier irgendwie leuchtet das und die andere nicht. Ich verstehe es nicht. Aber okay. So, heute muss ich 108 Rüben kaufen. Komplett neu. Einfach komplett neu. Oh, jetzt gehe ich wieder raus hier. Hallo. Ich möchte gern das Ei abholen. Das gibt's doch nicht. Nimm das Ei jetzt hoch. Daisy? Sehr gut, okay. Und das ist zack. Jetzt werde ich, Trommelwirbel, meine Sichel erstmal upgraden. Ihr habt es richtig gehört. Unglaublich, nicht wahr? Okay. Ach so, wird das eine andere Mayonnaise dann? Moment. Kann ich noch eine herstellen? So eine Mayonnaise-Zeugsding hier? Also, mal schauen. Wo waren die? Mayonnaise-Maschine? Ne, Komposttonne. Ich finde die gerade nicht. Moment. Hier. Ach, Bronze. Silberbahn hier. Gehen wir gleich hierher. Und den gehen wir auch gleich so. Also, ich habe nur noch 19 Silberbahn. Das kann auch nicht stimmen. Nee, dachte ich mir schon hier, ne? Das stimmt irgendwas nicht. 45 habe ich hier. Das war auch nicht mehr so viel. Aber okay. Hier habe ich Hartholz. Habe ich angeboten. Okay. Ich bin tatsächlich schockiert, muss ich sagen, dass ich doch so wenig Bahn habe. Soll ich mir jetzt das Silberbahn herstellen oder? Ja, komm, schmeiß rein die. Was brauche ich denn für so einen zweiten Ofen? So einen zweiten Ding wäre ja echt nicht schlecht. Ne, das wird zu Holzkohle. Der hier, ne? Boah, 20 Bronzeerz brauche ich. Nee, das ist mir dann doch zu viel. Des Guten. Das können wir hier reingeben. Und auch nochmal das hier. Dann können wir... Anscheinend komme ich irgendwie so eine andere Mayonnaise vom Entenei. Ich weiß es gerade nicht. Aber wir verkaufen mal die. Und jetzt brauche ich natürlich Milkys Milch. Und von Wolli zurzeit nichts. Milky! Milky, du freust dich über mich zu sehen. Nicht wahr, Kumpel? Ja, da freut sie sich. Ah, sehr gut. Sehr gut. Boah, ich liebe es, mit dieser Sichel zu ernten. Das geht so schnell. Boah, das geht so schnell, Leute. Was habe ich jetzt wieder gemacht hier? Mein Gott. Unnötig Ausdauer verschwende ich hier. Okay, dann verkaufen wir jetzt auch mal die hier und die hier und die Milch hier. Das Ei noch nicht. Brauche ich noch irgendwas mit für Werkzeug aufwerten? Ich überlege gerade. Holz, Steine vielleicht? Ich nehme sie mir sicherheitshalber mit. Denn ich weiß nicht, ob ich die auch brauche. Sonst kann ich erst wieder nach Hause reisen. Alles klar, so. Ich bin gespannt. Wir könnten natürlich
jetzt auch noch ganz schnell tauchen gehen, bevor wir die Sichel abgeben, ne? Ich würde sagen, das ist sogar echt eine gute Idee, würde ich mal sagen. Ah, ich sammle jetzt schon alles ein hier. Ich muss mal kurz so Sachen wieder mal verkaufen gehen zu meiner Farm. So viel zu meinem Tauchvorgang. Ja, man sieht, was daraus geworden ist. Okay, nee, das möchte ich jetzt nicht hier so verkaufen, aber das hier und das hier. Müll und Stein können wir, also zumindest das Müll können wir da hinübergeben. Ja, und das brauche ich jetzt hier mit. Okay. Uns geht es jetzt nur um, dass wir Truhen finden und nochmal ein so ein so ein Teil halt, ne? So ein Orbteil. Tauchen. Yeah. Mal einen haben wir gefunden und einen nicht. Doppelter Seetang. Ja, das ist wichtig. Also, der Seetang ist wichtig. Ach, stimmt. Ich muss ja noch mal zu Sam auch noch hingehen. Das machen wir direkt, wenn wir hier den zweiten Dings gefunden haben. Was ist das hier? Essen wir gleich. So, okay. Okay, das verbraucht zu viel Ausdauer, wenn ich hier so schnell drauf hau. Jawohl, sehr gut. Anscheinend sind wir hier schon gleich durch. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Am besten man zerdeppert hier gleich alles. Ja, die können wir jetzt auch essen. Genau, seht ihr, das meine ich hier. Das nehmen wir auch mit, das auch. Dann bin ich gespannt, wo wir hinkommen und dann holen wir uns gleich 108 so Rübensamen nochmal. Ich meine, alle 4 Tage, wenn wir es so viel. Was kann ich denn nicht hier machen? Glaube, da tut sich irgendwie nichts. Oder was ist denn das? Kann ich das fangen? Oh! Okay, das ich habe. Kann ich das auch spenden? Ist das auch so ein Spendending? Ah, das habe ich schon gespendet. Und dann wurde es irgendwie neu oder so? Ach, was weiß ich. So, wo muss ich jetzt hin? Ich gehe mal nachsehen, ob wir hier oben. Ach, das stört mich gerade hier, die Beine. So. Ich bin mal hier. Ich habe jetzt keinen Platz mehr zum Ernten. Wo war denn das? Hier so hinunter, ne? Ob ich da jetzt endlich hin kann oder nicht? Tatsächlich, das ist frei, ne? Ich brauche den Anker hier, hier. Wo komme ich denn da jetzt hin? Ich bin gerade so gespannt. Mal, kann ich da durch? Muss. Ah, Moment. Einmal so. Dann in diese Richtung. Dann diese Richtung. Und dann so hinauf. Oh, Geheimnis unter dem Meer-Trophäe erhalten. Habe ich gerade. OMG. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, ich bin gespannt, wo wir hier hinkommen. Oh mein Gott, okay. Oh. Das ist ein ganzes Dorf hier. Oh, Zitterale da oben.
Da schwimmen sie dahin, oder sind doch solche ähnlichen Teile, oder? Das neue Quest, das Königreich erkunden. Heile den Ozean. Okay, was ist das? Ach, das ist die Karte. Boah, ich komme gerade vor, als würde ich Tritons Palast erkunden. Alter, hier ist doch auch so ein Questboard, glaube ich, ne? Ah, es passiert was. Oh. Semeru, stopp. Weise dich aus, Landbewohner. Ich beabsichtige keinen Schaden. Nur die Ruhesperre sind nicht nötig. Und ich dachte, wir würden freundlicher sein. Nur die Ruhesperre sind, dass der vom Landvolk nicht noch mehr Schaden anrichtet. Deno, die Frau, die sieht auch cool aus. Mach ich, Semeru. Haltet euch zurück, ihr beide. Ich finde den Nali auch echt cool. Warum bekommen wir keine so Flossen? Ja, schade. Senkt eure Speere, Semeru. Denali, bist du blind? Das ist ein Landbewohner. Ja, Sir, aber dieser hier spricht unsere Sprache. Erregt das nicht deine Neugier? In der Tat, aber einer, der unsere Sprache spricht, ist das nicht interessant? Wir haben uns schon mal getroffen, nicht wahr? Beinahe unmöglich, dein Gesicht zu vergessen. Vielleicht meine Erinnerungen sind. Beinahe unmöglich. Das ist schön zu hören. Um die Wahrheit zu sagen, konnten Agung und ich dich auch nicht vergessen. Siehst du, Semeru, bist du nicht verblüfft, dass der Vertreter des Landvolks, den du fast aufgespießt hast, so mühelos mit uns kommunizieren kann? Faszinierend, meinst du nicht auch? Verstanden. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen Namen noch nicht verraten habe. Ich kann aber lesen, sie heißt Denali. Ich heiße Denali. Das sind Ulan und Semeru. So krass. Yuka, leider wird dein Besuch in unserem Reich als eine kleine Krise angesehen. Wir müssen diese Angelegenheit König Krakatau vorlegen. Er wird entscheiden, was zu tun ist. Ein König? Ich sag euch, ich bin in Tritons Palast. Der Palast voraus ist unser Ziel. Bitte geh hinein, wenn du bereit bist. Ja, ich bin ready. Worauf warte ich denn noch? Bist du dir das sicher, Denali? Wir wissen doch, dass das Landvolk nur Unglück bringt. Bei allem Respekt, wir wissen nichts mit Sicherheit. Unser Wissen reicht nicht über Mythen und Gerüchte hinaus. Mythen und den Rat zur Vorsicht. Ich verwette meine Flosse darauf. Wir können Yuka im Zweifelsfall vertrauen. Also gut. Ja, das stimmt, weil wir heilen den Ozean immerhin. Ich helfe euch doch mit den ganzen Korallen. Nun ja, zurück zur Wache, schätze ich. Ich meine, wir heilen doch den Ozean. Wir helfen doch denen, ne? Okay. Den Naga-Palast betreten trifft dich mit dem König. Okay. Ich muss einatmen. Ich treffe jetzt den König, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Aber ja, okay. Yuka, du bist da? Erlaube mir, dich seiner Majestät vorzustellen. Oh, da gibt es auch eine Königin. Okay. Majestät, ich stelle dir hiermit die Landbewohner vor, dem Agung und ich auf unserer Patrouille begegnet sind. Dieses faszinierende Individuum ist bekannt als Yuka. König Krakatoa, Yuka. Das ist wirklich ein recht eigenartiger Name. Du behauptest, dieser Yuka ist unserer Sprache mächtig. Warum dieser? Wir sind Mädchen. Allerdings, etwas hat sich verändert, Majestät. Zuvor hatten wir eine flüssige Konversation.
Das ist mir neu, Majestät. Ich muss zugeben, ich bin fasziniert. Vor dir steht unser geschätzter König Krakatoa und unsere gütige Königin Nanda Devi. Boah, das sind Namen. Yuka, jetzt bist du an der Reihe, im Rampenlicht zu stehen. Zeit, dich vorzustellen. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Majestät. Ich heiße Yuka. Mein Name lautet Yuka, eure königliche Hoheit. Okay, das hier. Also ist es wahr. Dieser Landbewohner spricht tatsächlich unsere Sprache und das auch noch ziemlich gut. Warte. Wie kann das sein? Majestät, ich rate zu Vorsicht. Sollten wir nicht die Komplikationen erwägen, wenn wir Landbewohner in unserem Königreich willkommen heißen? Die Legenden über ihre Art sind verstörend. Sind wir darauf gefasst, dass sich die Geschichte wiederholt? In der Tat, meine Königin, ihre Bedenken sind nicht unbegründet. Jeder Mehrling hier wächst mit bedrohlichen Geschichten von Landbewohnern auf. Ich habe sie zuvor als warnende Geschichten abgetan, aber die jüngsten Ereignisse deuten darauf hin, dass diese Geschichten mehr Fakt als Fiktion sind. Choyu, darf ich sprechen, Majestät? Selbstverständlich, Orakel. Wir schätzen deine Weisheit. Oh, okay. Choyu. Choyu, ich nenne es einfach Choyu, weil dieser Name hier spürt, wie sich der Korallenbaum an das Leben klammert, um mit ihm an das Überleben. Um mit ihm an das Überleben unseres Königreichs. Die Visionen von Choyu enthüllen, dass dieser Landbewohner der Schlüssel zur vollständigen Wiederbelebung unseres Baumes ist. Visionen offenbaren, dass dieser Landbewohner die Schlüsselfigur für die vollständige Wiederbelebung unseres Baumes ist. Immer wenn eines dieser Korallmechanismen im flachen Wasser aktiviert wird, beobachten wir eine teilweise Heilung des Korallenbaums. Aber das reicht noch nicht aus. Aber es ist noch nicht genug. Okay, ich muss diesen Baum heilen. Warum erlauben wir unserem neuen zweibeinigen Freund nicht, sich in die Tiefsee zu wagen, um mehr Korallmechanismen zu aktivieren? Den Zugang zur Tiefsee einfach so zu gewähren, ist ein Schritt, der zu weit geht. Sie ist heilig. Können wir nicht einen von uns schicken, um diese Korallen auszulösen? Okay, sie sagt es nochmal. Die Strömungen sprechen, Eure Majestät, und sie sprechen von diesem Landbewohner. Der Ozean hat seine Wahl getroffen. Ich bin nur sein Bote, ohne Macht, die Zukunft zu verändern. Das ist empörend. Wir wissen nicht einmal über die Ursprünge dieser Korallenmechanismen. Wir wissen nichts. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät. In der Tat, meine Königin. Die Ungewissheit und die Rätsel, die all dies umgeben, machen uns verwundbar. Bis wir mehr wissen, ist es einfach zu gefährlich, uns mit diesem Landbewohner zu verbünden. Meine Entscheidung steht. Der Landbewohner muss sofort aus unserem Königreich eskortiert werden. Majestät, ich... Vater, bitte denk noch einmal darüber nach. Der Landbewohner verdient eine Chance. Aber wer kommt da jetzt? Oh. Prinzessin Miranjani. Boah, die ist ja auch voll hübsch. Der Landbewohner verdient eine Chance. Miranjani, hast du gelauscht? Ja, Vater, ich werde mich später für meine Unhöflichkeit entschuldigen. Aber bitte, Vater, ich bitte dich. Du musst diesem Landbewohner erlauben, hier zu bleiben. Miranjani, mein Schatz, lass nicht zu, dass deine Faszination für Landbewohner dein Urteilsvermögen beeinträchtigt. Du liegst falsch, Mutter. Die Antwort liegt in der Barriere, die unser Königreich umgibt. Tante Liang, sie hat immer mir erzählt, dass die Göttin die Barriere nicht errichtet hat, um Landbewohner fernzuhalten. Nein, sie hat sie geschaffen, um sicherzustellen, dass nur diejenigen, die ihr Zeichen tragen, sie durchqueren können, entweder Meermensch oder Landbewohner. Das impliziert, dass Yuka hier in unserem Königreich ist, weil Yuka den Segen der Göttin trägt. Wir können es uns nicht leisten, das zu ignorieren. Meine Königin, unsere junge Mira bringt einen Punkt zur Sprache, den wir nicht außer Acht lassen können.
Die Wiederbelebung des Korallenbaums hat vor allem Vorrang. Wenn das bedeutet, einen Fremden in unseren Gewässern freien Lauf zu lassen, dann sei es so. Wie dem auch sei, ich lasse dich nicht ohne irgendeine Art Schutz herumlaufen, Yuka. Denali, Semira und Agung, ich befehle euch, wachsam zu sein. Mirenyana verbreitet die Botschaft dieser Vereinbarung unter unserem Volk. Wir müssen weitere Unruhen verhindern. Die Interaktion mit dem Landbewohner wird ein Privileg sein, das nur wenigen Auserwählten gewährt wird. Yuka, halte dich an unsere Gesetze oder bereite dich auf die Verbannung vor. Lol. Gemäß ihrem Befehl, ihre königliche Hoheit. Landbewohner, der Zugang zu Tiefsee sei dir gewährt. Oh mein Gott, okay. Deine Weisheit obsiegt, Vater. Verstanden, ihre königliche Hoheit. Boah, ich dachte, ich muss schon irgendwas tun. Denali, Agung zeigt Yuka seine Unterkunft. Boah, seine Unterkunft. Ihre Unterkunft, bitte, in der Kaserne. Wir mögen misstrauisch sein, aber wir sind nicht unhöflich. Wegtreten. Jawohl, Soldaten, wegtreten. Voll so Call of Duty-Vibe hier, ne? Okay, also kann ich jetzt in die Tiefsee? Wow, ich kann nicht glauben, dass seine Hoheit dir erlaubt hat zu bleiben. Und noch dazu in der Kaserne. Das war sehr knapp da hinten, wenn da nicht die Prinzessin gewesen wäre. Komm mit, wir bringen dich zur Kaserne. Okay, das ist die Kaserne. Willkommen! Hier werden die Soldaten untergebracht. Oh, wir sind jetzt Soldat. Momentan haben wir viele leere Räume. Sieh dich ruhig um. Hier kannst du bleiben. Du kannst hier übernachten oder zurück zum Festland gehen. Es liegt ganz bei dir. Ich hoffe, dir gefällt unser Königreich. Lol, ich kann hier übernachten? Echt? Kriege ich auch mal so Schwanzflossen wie ihr? Ich mag das voll. schlafen gehen. Moment, ich habe hier Post. Post lesen. Viele Grüße von Cho Uyu. Das Schicksal hat eine weise Wahl getroffen, indem es dich in unser Königreich gelassen hat. Ich bitte um deine Anwesenheit in meinen Gemächern. Die Geister legen mir nahe, den Ritual zuteil werden zu lassen, das sich für dich lohnen wird. Okay, und wo ist dieser Küchending? Palast. Agungshaus, Orakelkammer. Moment, ich muss hier gerade mal. Ich will hier raus. Komm ich hier raus oder? Bin ich. Was ist das? Oder kann ich. Ach, das ist nur so Deko. Okay. Dann gehe ich mal raus hier. Ja, da komme ich wahrscheinlich raus, ne? Reich des Seevolkes. Okay, Orakelkammer ist da hinten. Oh, ich kann jetzt immer... Das ist ja cool. Okay, aber ich brauche... die Orakelkammer war da hinten, oder? War das dieser Weg hier? Habe ich jetzt auch schon... Seevolk. Ah... Boah, man kann auch sie heiraten. Krass. Aber ich finde sie unglaublich schön, ne? Also ich finde wirklich Denali unglaublich schön. Cool, dass man auch diese Jojo heiraten könnte. Ah, warum ist er eigentlich kein Single? Er sieht echt verdammt gut aus, ne? Also, Hauptsache der hier. Ich finde ihn aber cooler. So, jetzt muss ich zum... Wie gehe ich hier zum Orakel, oder? War das hier die... Ah, hier, glaube ich, war es, oder? Ja. Ich bin mal gespannt, was die Oma zu bieten hat. Sie macht einen Tanz. Deine Ankunft ist wie vorhergesagt. Na klar, wenn du mir einen Brief schreibst, dass ich kommen soll, ja, dann komme ich auch. Willkommen im Cho Uyus Gemächern, Yuka. Ich möchte mit dir eine Angelegenheit besprechen, die dir von erheblichem Nutzen sein kann. Überall in unserem Königreich gibt es heilige Ozeanhöhlen.
Du hast auf deiner Reise vielleicht ein paar davon gesehen. Stimmt, aber ich nicht rein konnte. Stimmt, ja, genau, diese hier. Okay, die habe ich nicht gesehen, diese mit diesem Fisch. Und diese Höhlen sind eine Fundgrube für Ressourcen. Viele davon könnten sich bei deinen Bemühungen als unbezahlbar herausstellen. Unbezahlbar, Leute, ich höre schon das Gold scheppern. Es ist nicht unsere Entscheidung, Zugang zu diesen heiligen Orten zu gewähren, sondern die des Ozeans. Und der Ozean hat dich anscheinend auserwählt. Okay. Mit dem Rhythmus des Ozeans in meinen Schritten und dem Humor einer tanzenden Karabäe, Sebastian wahrscheinlich, gewähre ich dir hiermit das Recht, diese heiligen Höhlen zu erforschen. Okay. Oh, ich bekomme hier was. Wenn du tiefer in den Ozean vordringst, wirst du mehr von diesen Höhlen entdecken. Verwende ihre Ressourcen klug und denk daran, dass die Erkundung der Schlüssel ist. Alles klar, Baba Yaga. Machen wir. Er verkauft ja auch irgendwas? Nee, oder? Nee, okay. Also ich bin ja echt gespannt jetzt, was das wird, ne? Wo muss ich denn hin? Nein, nicht den. Ja gut, ich wollte gerade sagen, nicht den Anker hierher bewegen. Okay, also ich kann hier so. Und ich habe auch, Moment. So ein wenig. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt hier. Warte mal, Yuka. Ach, was will sie denn jetzt wieder? Boah, die sind so riesig, Wahnsinn. Hast du bitte einen Moment Zeit, bevor du aufbrichst? Ich habe die großartigen Dinge gesehen, die ihr Landbewohner ja schafft. Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass es in eurer Welt Güte gibt. Echt cooles Zeug. Es lässt mich Hoffnung schöpfen, dass es in deiner Welt Güte gibt. Mit einer Flosse zu schwimmen ist anstrengend genug und du durchziehst unsere Gewässer mit diesen, wie nennt man die? Ah, Füße. Nagalita, die Luft ist rein. Schnell, bring es hierher. Was, okay. Och, das ist ja voll süß, dieses Ding. Nimm diese Ausdauerfrucht. Sie sollte dir die Reise erleichtern. Boah, danke, Manja, irgendwie. Mirenjani, genau. Sei vorsichtig da draußen. Wir verlassen uns alle auf dich, Yuka. Ja, das ist mal überhaupt kein Druck. Nee, nee. Rette den gesamten Ozean. Wir vertrauen dir. Ja, kein Druck. Du hast eine Ausdauerfrucht erlangt. Yeah. Deine Ausdauer hat sich permanent erhöht. Boah, das ist ja voll cool. Du weißt schon, Seetag kann nützlich sein. Ich hab. Ah, ich. Moment, da muss ich gleich was hier. Boah, was entferne ich jetzt hier? Das ist jetzt shit. Ah, ich nehme das Entenei jetzt, weil ich brauche diesen goldenen See. Oh mein Gott, da ist so ein Seeigel, so ein grüner, ne? Boah, was kann ich noch wegwerfen? Nein, meine Steine ist auf keinen Fall und das auch nicht. Ach komm, weg mit dieser Kiste. Ich brauche diesen Seeigel hier. Genau, okay. Okay, wie viel haben wir hier? Einen anscheinend. Ein so ein Ding hier. Also gut, dass wir uns diese andere Sichel dann gleich holen. Ich glaube, das ist schon echt eine super Idee. War geil, dass wir 100 Ausdauer dazu bekommen haben. Jawohl, hier haben wir den gleich. Sehr gut. Was ist denn das eigentlich? Ja, ich kann das. Ich kann hier nichts mehr. Mein Inventar ist komplett voll, ne? Also, jetzt finde ich es echt klasse, dass wir die Sichel erweitern, weil ohne geht das irgendwie nicht.
Und das ist sonst echt zu mühsam. Ach, nicht hier, okay, sondern das hier. Und wo geht es weiter? Hier. Ne, wir brauchen wirklich diese bessere Sichel hier. Da ist so ein... Da ist so ein Tier, ne? Boah, das bekomme ich ja nicht, weil, jetzt muss ich mich beeilen, dass ich mir das schnell schnappen kann. Gut, okay, Inventar ist voll. Jetzt muss ich irgendwas wegschmeißen hier. Ich weiß aber jetzt echt nicht was. Gib das hier her. Ja, ich nehme das hier. Komm. Sexy Garnele. What? Okay. Ist dieser Name gewollt? Oder heißt die wirklich so einfach? Oh, okay, da ist tatsächlich jetzt irgendwas, aber... Ach, hier geht es dann zurück anscheinend. So, okay. Heißt die echt so? Moment, kann ich die auch spenden? Oh, die wird sogar angeboten am Altar. Bezaubert alles, was unter Wasser lebt, mit sexy leuchtenden Farben. Okay. Weg damit. Also, kommt das jetzt oder nicht? Kommt das nun oder ja weniger? Was passiert jetzt? Ja, wir haben die ersten geheilt, würde ich sagen, hier. Öffnet sich jetzt das Tor oder das da oben? Oder gar keins? Oder geht es da tatsächlich noch weiter? Moment. Ah, das hier, alles klar. Aber ich bräuchte eine zweite so eine. Jawohl, habe ich gerade Glück. Und hier ist auch wieder so ein goldener Ding hier. Gehen wir den Anker einfach jetzt hierher. So, aber das reicht vorerst, weil ich muss jetzt schnell zu Sams laden und Ding hier kaufen. Genau so heißt der Name. Kaufen das Teil. Okay, gleich mal hier zum Tempel da hoch. Boah, da spenden wir doch gleich so ein Teil hier. Hier vielleicht? Genau hier etwas. Der hier. Jetzt fehlt dann nur noch diese Königsmuschel. Und dann haben wir auch diese Ozeanbeute fertig. Ozeantierchen, jawohl. Dann fehlt noch dieser Seestern und diese Pomponkrabbe. Habe ich hier auch schon irgendwas? Nee. Und hier. Boah, 3 soll ich davon abgeben? Nee, nicht jetzt. Nicht jetzt. Das brauche ich selbst. Okay, ab zum Schmied. Zweit diese Sichel aufwerten lassen. Das tut jetzt schon weh, sage ich euch, Leute. Jetzt sag nicht, da hat heute geschlossen. Oh ne, hat tatsächlich offen. Mein Gott, Schrott. Okay, den brauche ich jetzt aber echt nicht. Oh, Moment, ich kann Werkzeuge aufwerten. Wir nehmen die hier. Okay, ja, Holz. Ach, Holz brauche ich. Ja, hier brauche ich ein Hartholz. Seht ihr? Okay. Nehmen wir die. Ja, aufwerten. Okay. Werkzeug auch. Ah, okay. Und jetzt kann ich wenigstens einmal
Kleine Artefaktfigur. Okay. Jetzt habe ich hier noch so ein bisschen. Ach man, jetzt kann ich auch nicht so Dinger kaufen bei Sams Laden. Jetzt muss ich mich beeilen mit den Spenden und dann schnell so 108 oder nehmen wir einfach 120 solche rote Rüben einfach dazu. Gegenstand spenden. Ja. Hier. Moment, ich hab. Belohnung abholen. Na, da habe ich noch gar nichts, ne? Retro-Artefakt, okay. Belohnung, wir haben eine Drachenfrucht-Setzling bekommen. Yeah! Ich freue mich. Jetzt muss ich mich aber trotzdem schnell beeilen hier. Und das verkaufen, was wir hier haben, ne? Aber wir haben schon mal Goldseetang. Oh mein Gott. Ich meine, oh mein Gott, ne? So, schnell jetzt. Wir brauchen das nicht mehr. Das auch nicht mehr. Und diese Drachenfrucht-Ding könnten wir eigentlich... Wartet. Ich habe doch da drüben eigentlich Platz, ne? Wie groß braucht denn das Teil das denn? Ach, 2x2. Okay, doch so groß. Aber... Wir könnten, selbstverständlich, 1, 2, 3. Okay, nehmen wir das hier so mehr drüben. Moment. Und hier. Und den pflanzen wir jetzt. Perfekt. Perfekt ist das. So. Sehr gut. Alles klar, so. Ach, ich habe das immer noch nicht verkauft, das Zeug. Alles klar. Das hier kann ich verkaufen. So. Jetzt aber schnell zu Sams Laden, aber flott, bevor der schließt gleich. Und ich kaufe mir gleich 120 solche Rübendinger. Und gleich 120 Stück. Muss ich 2 Tage warten, bis ich die Sichel holen kann. Ah, ich habe eine Aufgabe hier. Besorgung. Eine rote Rübe. Ja, können wir. Können wir annehmen. Ich könnte mir, glaube ich, auch. Habe ich noch welche? Tasche aufwerten. Auf 30. Soll ich das mal wagen? Ja, komm. Danke, so. Tasche aufwerten kostet dann, okay, gut. Jetzt hätte ich aber gern... halten. So. Ja, jetzt habe ich nicht mehr so genug Kohle. Ich habe gerade das ganze Geld ausgenommen. Endlich haben wir einmal eine größere Tasche. Wie sieht das jetzt aus? Ja, schon viel besser. Schon viel, viel besser. Und ich nehme mit. Warum wird mir das jetzt immer wieder angezeigt? Moment, lol, was? Meerestierchen, also fehlen mir aber noch einige. Insekten aber auch. Nein, komm her! Den habe ich doch schon. Ja, habe ich gespendet. Habe ich auch gespendet. Aber endlich haben wir mal einmal mehr so... Inventarplätze. Das wird ein Segen. Jetzt, wo wir endlich mal so ein bisschen so was zum Geld machen haben hier. Okay, das baue ich jetzt hier an, wo ich die Sprinkler... Okay, ich habe überall die Sprinkler.
Dann gleich mal hier so. Na, bau das an hier. Ach, durchlaufen geht auch nicht immer. Dann lass dir immer eines aus. Nee, dich hier nicht, weil du bist kein Sprinkler. Du bist kein Sprinkler hier. Okay, sehr gut. Habe ich noch so ein paar? Ja, habe ich noch. Haben wir angebaut. So. Hier und hier. Hier, hier. Okay, immerhin 21. Da können wir hier nochmal diese paar machen. Hier und hier. Und dann auch gleich nochmal hier. Sehr gut. Und dann habe ich hier auch nochmal gleich 5. Also theoretisch haben wir eh fast wieder das Ganze voll. Bin ich bitte auf 108 gekommen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt fertigen wir gleich Bronze Bahnen. Wo ist denn das? Ach hier, okay. Ach, das habe ich eh. Das habe ich, war ich schon schockiert. Jetzt war ich schon echt schockiert. Das sagt mir gerade so, nee, wo ist das jetzt hin? Oh Gott. Hier, das können wir. Ja, das können wir zuerst auch reingeben, weil ich habe jetzt eh nichts. Und auch den hier. Und den können wir verkaufen, das und das. So. Und hier. Ach, jetzt habe ich die Kohle wieder nicht. Wo habe ich die denn hingegeben? Kohle, Kohle, bist du da? Ich will nämlich ein Ritual machen. Kohle, Kohle, bist du da? Dann gib mir ein Zeichen, bitte. So, hier haben wir bitte 5-mal jetzt das. Dankeschön. Das gehen wir jetzt hier rein und das hier jetzt auch. Sehr gut, okay. Dann könnten wir jetzt eigentlich noch gute Frage. Tauchen können wir gerade im Moment nicht. Ach, das sieht so süß aus. Aber was wir machen könnten, wäre schon mal eins, zwei. So eins, zwei, drei und hier auch. Und bereiten schon mal alles für die nächsten Felder vor. Wenn wir schon sonst gerade nichts so zu tun haben. Und dann können wir uns auch mal auf die Suche. Ne, Moment. Wenn gleich dunkel ist, machen wir uns auf die Suche nach. Ja, nach den dunklen. In der Nacht, diesen fliegenden Teilen halt. Was wollen die da von mir? Warum wird mir das immer angezeigt? Oh, ich habe Ozean D. Okay. Keine Ahnung, was das soll. Okay, herstellen. Dreimal Sprinkler, bitte. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Dreimal. So. So, den gehen wir auch hierher und. Hierher und auch daher. So, okay. Jetzt schauen wir mal, was wir so nachts in der Gegend finden. Ich fange mal da oben bei der Waldhöhle an. Und dann bin ich gespannt, was wir noch so finden können nachts. Nein, komm her! Och shit, das war so ein Teil, ne? Ich glaube, das war dieser. War das nicht dieser Atlas-Teil da? Ach Scheiße. Ach Mann. Wir brauchen echt unbedingt besseres. Menschengesicht-Stinkwanze.
Das habe ich gerade, das habe gar nicht gesehen. Das habe ich auch noch nicht gespendet. Ja, sehr schön. Ein Insekt, da habe ich wenigstens schon mal mehr. Okay. Nein, komm her! Ach, shit! Ach, shit, den erwische ich nie. Boah, der geht echt schwer zu fangen. Ich brauche da echt noch so ein besseres Netz, ne? Das ist ja grausam. Was bist du? Ach, du bist nur dieser scheiß Merlin-Käfer. Wie viel habe ich hier überhaupt auf? Bergbau? Komme ich bald Level ab? Wo ist denn das mit den Tierchen? Hier. Dann habe ich gerade mal die Hälfte. Das ist natürlich traurig, ne? Das ist, Na, hier habe ich nichts drinnen. Dich kann ich auch noch mitnehmen. Ja, okay. Ich habe immerhin so etwas gefangen. Hundert Füße gleich mal gerade. Nee, echt, bei uns hier, jetzt komme ich hier wieder nicht durch. Ja, shit, Mann. Irgendwie läuft da was oder irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, was habe ich hier? Scheiß Zuckerbaum jedes Mal. Aber Moment, Moment. In dem Fall nicht, ne? In dem Fall nicht. Das schmeißt uns gleich rein und irre mal so nachts hier durch die Gegend. So, das war's auch wieder hier. Und jetzt brauche ich das Netz wieder. Diese Musik finde ich sehr schön übrigens, abends gerade. Nehmen wir auch gleich mit und dich auch. So. Abends haben die echt eine schöne Musik. Was brauche ich denn hier? Verbessere die heiße Quelle. Na, und wie mache ich das? Bei diesem Problem stand ich ja schon einmal. Das ganze Laub vom Teleskop, sonst wäre nicht so nervig. Ich habe hier keine Geschenke für dich irgendwie, oder? Möchtest du einen Käfer? Ich gebe dir das mal. Tut mir leid, aber nein, ich will das nicht. Okay. Hast. Oh, okay, er hasst die. Sorry, Waku. Das war nicht mit Absicht. Dann gehen wir mal hier hinunter. Und mal hier so entlang. Aber da werden wir auch nicht wirklich was finden, glaube ich. Keine Glühwürmchen mehr, keine so Atlas-Spinner. Ich glaube gar nichts, ne? Ach. Oh, die hätten wir, glaube ich, eh schon gehabt, diese, diese Gottesanbeterin oder was das halt sein soll, ne? Aber wir ernten natürlich alles für, ja, für Geld. Und dann, wenn wir etwas brauchen, dann ist es Geld. Ein Moment, Leute, mir fällt gerade was ein. Habe ich hier nicht irgendwo so ein. Oder bin ich da jetzt schon zu spät? Ich brauche so einen Teleporterpunkt und zwar schnell. Ich kann doch zum diesen Ausblick, glaube ich, was, ja. Ah, Hornblattschneidermotte. Habe ich das schon? Ah, habe ich schon gespendet. Schnell zum Ausblick hier. Schnell Beeilung. Da war doch irgendwie, was war doch hier? Ich weiß auch. Ach, da steht ein Boot plötzlich. Rati, wow, du hast mich ganz schön überrascht. Eine Sekunde lang habe ich gedacht, du wärst. Ja, sei leise. Eigentlich habe ich keine Erlaubnis.
Ach, egal. Okay, wartet mal. Boah, 90.000 für so eine Ausdauerfrucht. Glasschüssel. Was soll ich mit einer Glasschüssel? Goldfisch. Okay, ach, das sind solche Artefakte, oder? Bring sie ins Labor, um sie zu verarbeiten. Okay. Der Knochen, Fossil, Artefakt, Goldfisch. Okay, jetzt habe ich diesen Laden auch gesehen und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Und da bietet ja nur so ein Shitkram an. Also vorerst wahrscheinlich jemand fehlt Mäß und Teil und ich muss alles kaufen. Aber okay. Weiter geht's hier mit unserer Insektensuche oder auch nicht. Da krabbelt doch irgendwas. Schnell! Fang es! Fang es! Es ist weg, warum habe ich das nicht fangen können, dieses komische Getier, was das war. Also zwei sind mir jetzt schon durch die Lappen gegangen, weil ich irgendwie zu laut bin, zu langsam bin. Was weiß ich. Was weiß ich, Leute. Nein, komm her. Super. Und weg ist es. Das nächste Teil hier ist mir abgehauen. Und so Glühbirnchen haben wir aber auch nirgends, oder? Nee, also da ist... Und hier herumkriechen tut auch nichts mehr. Habe ich überhaupt irgendwas, was ich spenden kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch, diesen Ding hier, okay. Ja, wenigstens das eine. Also schön. Also schön und gut. hier war, glaube ich, das Museum da oben. Ja. Dann bin ich ja mal gespannt, wann das startet, das Projekt hier. Ich spende den hier, weil den kann ich teuer verkaufen. Weil den kann ich teuer verkaufen hier. So, bin ich echt gespannt. So, also. Ach, ich weiß, was ihr denkt. Ich soll den Müll mitnehmen. Ja, ich nehme den Müll mit. Natürlich nehme ich den Müll mit. Alles klar. So. So ist das alles und nicht anders. Ich hätte diesen Baum auch hierher pflanzen können. Ne? Naja, egal, Leute. Das hier, das. Und das. Und die können wir hier reingeben. Und Müll, dich gebe ich hier hinein. Was ich aber auch nicht das Inventar irgendwie so ordnen kann. Oh, doch, tatsächlich jetzt. Gut, okay. Man muss nur einmal motzen und dann hilft das Ganze. Ungemein weiter. Okay. Gehe zu Bett. Oh, Heuzaun, Heutorn, Heubohnen, Tierzucht. Plus 45 Maximum Ausdauer. Habe ich ja bekommen. Was waren da jetzt so? Ach, Landwirtschaft. Lol. Aber das finde ich geil, Leute. Kira sieht heute glücklich aus. Regnet es? Nein, es ist sonnig.
Also, dann mal raus mit den ganzen Tieren hier. Nehmen wir mit. Und raus mit dir, Milky, Woldi. Raus mit dir, Daisy, Kiki. Und noch Alfred und was weiß ich, wer dann noch nicht hier ist. Sehr gut, okay. So. Das hier. Gut, okay. Die gehen schon mal raus. Also los, 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 los. Jetzt kann ich hier hineingehen. Und gleich. Gleich hier so. Genau. Ich sage, es ist gut, dass ich das mit habe. Immer das Heu hier, weil das ist auf Dauer ist das. Nee. Nee, auf Dauer ist das nichts. Passt, hier wird alles schön gegossen. Das brauche ich jetzt nicht zu tun. Außer den Baum dann da hinten. Habe ich jetzt. Ich habe noch so ein Ei, ne? Ja, okay. Dann nehmen wir. So. Dann gieße ich den gleich mal. So. Theoretisch könnten wir aber eigentlich auch hier auch so einen Sprinkler herstellen, oder? Wartet mal. Nee, Hacke. Wisst ihr, hier. So, jetzt stelle ich noch ganz kurz ein, so ein, also so ein Sprinkler hierher. Moment, wo ist er denn? Sprinkler, Sprinkler, wo bist du? Hier. Ah, das geht nicht. Warum geht das nicht? Dann müsste ich hier einen herstellen. Und dann stelle ich an die andere Seite eben noch einen hin. Dann brauche ich nämlich nicht immer um das Gießen hier zu kümmern. So. Das ist doch eine gute Lösung, oder nicht? Oh Mann. Weil dann brauche ich auf diesen Baum nicht denken und genau. So, also ich kann jetzt das verkaufen, das, das. Stimmt, Milky, bei dir war ich noch gar nicht. Ach, Milky. Ich darf nicht vergessen, wir haben am 15. das Erntedankfest. Sehr schön, super. Ich danke euch beiden. Also, das können wir jetzt hier und hier. Und das war's auch schon wieder. So, okay. Was ist das für eine scheiß Fliege, ey? Ich dachte, hier kriegt auch was. Ich sehe schon überall Würmer und was weiß ich hier, ne? Tja, Soldatenkäfer, du gehörst jetzt mir. Dann verkaufe ich dich eben. So ganz klassisch. Ah, die kann ich auch mitnehmen. Ach, da habe ich noch eine zum Mitnehmen. Also ich finde ja das echt nice, dass man hier immer so Sachen findet, die man teilweise echt gut verkaufen kann. Also mit den Insekten und Muscheln und so halte ich mich schon über Wasser, finde ich. Sonst wäre ich echt immer pleite. Die kann ich mitnehmen. Was habe ich hier? Ach, hier noch irgendwas. Tja, dich habe ich noch erwischt. Dich habe ich auch noch erwischt. Okay. Du gehörst auch mir. Habe ich ja auch vielleicht irgendwas. Leute, ich versuche es jetzt einmal, versuche ich es noch zu fischen, ja? Aber nur dieses eine Mal. Mal schauen, ob ich es schaffe. Oder bekomme ich mir nur ein scheiß Flugblatt? Das bewegt sich ja überhaupt nicht, das Teil. Was mache ich denn hier? Alter, warum... Das, was war gerade...
kann so sprinten, oder wie? Okay. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich kann so sprinten, so. Okay, aber dann sehe ich die Tiere noch weniger. Na, das ist ja auch nichts. Jetzt bin ich schon wieder hier hinten. Da will ich ja gar nicht her. Also 500 bräuchte ich noch, um das nächste Werkzeug upgraden zu können. Und das wäre dann, ich glaube, das wäre dann das mit dem Stein. Ja. Das nächste mache ich dann mit den Steinen. Ist hier vielleicht irgendwas, was herumkrabbelt? Herumgurkt? Mach ich jetzt alles so kriechtot hier. Und Gott, der Müll gewühlt auch schon über. Forelle habe ich bekommen. Gespendet habe ich sie schon. Schade. Wenn ich einen Fisch bekomme, dann bekriege ich den aus diesen Mülltonnen. Also was das Fischen angeht, das ist echt unglaublich. Jetzt gehe ich mal hier rein. Wir haben doch noch zwei von diesen Dingern da, ne? Verarbeiter, ja genau, wir haben ja das hier. Unfertige Tonstatue. Sehr schön. Kann ich das abholen? Ne, morgen kann ich es abholen. Okay. Habe ich auch irgendwas zum Spenden? Die habe ich noch nicht gespendet. Das ist natürlich nice. Wieder ein Artefakt mehr. Also, so vom Museum her, von den Artefakten, finde ich, läuft das bei uns eigentlich ganz gut. Aber was die Insekten und Fische anbelangt, das ist echt eine Qual, wisst ihr das? Das ist schrecklich. Okay, also, hier haben wir noch Gegenstand spenden, ja. Ein Artefakt scheint uns ja noch hier zu fehlen, ne? Eines noch. Liegt da was oben oder fehlt... Ah ja, einer noch. Eins noch. Ein einziges. Oder eher der Artefakt. Weil wir sind ja auch kein Mädchen. Wir werden auch immer mit der und sie und so weiter. Nicht angeredet. Nicht mit sie. Nur mit der. Deine. Seinen. Ich finde das einfach so, nee, das ist nee. Und das ist einfach nee. Okay, dann verkaufen wir jetzt mal das Teil hier. Also ich muss an irgendwie anscheinend doch mehr Fallen platzieren und sowas, ne? So, jetzt kann ich das verkaufen. Das hier. Die hier. Die hier. Das hier. Das hier. So, und das war's auch wieder mit dem Verkaufen hier. Seetank gebe ich da rein. Müll. Ah, ich habe die Artefakte vergessen. Moment. Ich habe dann ein Artefakt vergessen zum Verkaufen. Und zwar das hier. Genau, das hier. Jetzt muss ich noch ganz kurz gucken, ob ich diese Drachenfrucht hier eh... Ja, ich habe eh gegossen hier, okay. Okay, ich habe das tatsächlich... nicht... Oder doch, nicht oder doch, ich bin gerade confused, ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ich habe irgendwo diesen pinken, glitzernden Faden verloren. Also heute kann ich mir diese Sichel holen. Boah, das ist so cool.
Also nichts, ja, Sickle kann ich mir holen und den Steinding werde ich bearbeiten, weil ich möchte ja auch mal die Riesen befreien und sowas, ne? Das geht ja nicht, das muss sein. Okay, so. Gleich mal raus hier mit euch und mit euch auch. Okay, jetzt haben wir hier das Entenei, das hier. Und gleich mal raus mit euch hier. Bevor ihr noch schnell zum Heutrog geht und esst. Unerlaubt. Okay, Milky. Ja, Milky, du fühlst dich wohl bei uns, nicht wahr? Liebst du uns eigentlich, Wally? Ja, Wally fängt langsam an zu lieben. Oh, Milky hat schon 4 Herzen. Ich meine, Leute, das ist ja revolutionär. So, Mayonnaise nehme ich mit und jetzt probiere ich mal das Entenei hier reinzugeben. Stelle Entenmayonnaise her. Oh, okay. Dann geben wir das hier jetzt hinein, so und das hier so. Bin gespannt, was mehr wert ist. Entenmayonnaise oder nur Mayonnaise? Bin ich gespannt. So, hier. Heute kann ich endlich meine Sichel holen. Ich freue mich einfach nur mega krass. Kann ich ja nicht auch angeln? Na, da werde ich, glaube ich, nichts erwischen. Okay, jetzt heißt es irgendwie Zeit totschlagen, bis wir. Und natürlich Holz mitnehmen und noch Silberbahn. Habe ich noch welche? Ja. Okay, jetzt brauche ich die auch noch hier und auch noch die Kohle. Denn jetzt stellen wir wieder Silberbahn her. Sehr gut, okay. Kohle geben wir hier hinein. Bronzeband zurzeit auch und. Ah, den brauche ich. Und das Holz. Das Holz habe ich jetzt nicht vergessen. Nee, hier nicht. Ja, Holz. Immer her damit Holz. Na, ich fange wieder hier oben an. Vielleicht finden wir wieder irgend so einen Insekt zum Verkaufen. Ah, da liegt eine Kastanie unter dem Baum. Die nehmen wir. Es geht auch hier hinunter. Holy. Nehmen wir natürlich gleich mit. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Na, hier habe ich nichts. Nee. Okay, hier habe ich auch nichts. Nee, hier habe ich auch nichts. Ich muss mal wieder meine Falle suchen, aber ich habe gerade keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß nur irgendwo bei der Ranch oder so. Irgendwo vielleicht so nach oben. Genau. Okay, jetzt habe ich den hier wieder die ganze Zeit drin sitzen. Aber egal, wir haben Hauptsache, wir haben irgendwie so ein Tier, das wir verchachern können. Also, okay. Dich nehme ich auch mit. Dich sowieso auch. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ja. Okay. Jetzt anscheinend, glaube ich, nichts mehr, oder? Müll nehmen wir mit. Ausnahmsweise.
Jawohl, dieses Jepun hier nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir jetzt auch mit. Die ganzen Mülldinger platzen hier schon. Das können wir nicht zulassen, dass das passiert. Nee. Okay, keine Muscheln hier. Ich könnte ruhig täglich spawnen. Wenn es nach mir gehen würde. Okay, dann gehe ich jetzt mal gleich zum Schmied hin. Und wir hoffen, dass der jetzt endlich unsere Dings fertig hat. Oh Gott, Samstag ist ja auch noch hier. Hat der da nicht zu? Oder nur bis 2 oder irgendwas war doch hier, oder? Irgendwas war doch hier. Stellen hier hoch. Nehmen wir auch mit dieser Müll. Da quillt auch schon über. Ja, wir erhalten jetzt diese Silbersense. Also Werkzeuge aufwerten. Wir nehmen jetzt. Ach, die habe ich schon. Den hier, dieser Silberspitzhacke. Bitte aufwerten, definitiv. Okay, habe ich noch irgendwelche. Nee, okay. Und jetzt können wir endlich wieder tauchen gehen. Ja, Leute, let's do it. Ich muss mir das jetzt kurz ordnen. Moment. Ich brauche jetzt die hier daher. Die können wir tauschen mit Moment, mit der Angel hier. Wir haben die Hacke, wir haben die Sichel, dann können wir das hier und das tauschen wir mit dem. Und die Angel können wir eigentlich hierher geben. Jetzt gehen wir schnell zu uns nach Hause, zur Farm. Und hoffen, dass wir jetzt weiterkommen mit Stückchen. Ah, Moment, ich habe was zum Verkaufen. Stopp, 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 stopp. Also der hier, der hier, der hier, das hier, das hier, das hier. Gut. Jetzt können wir diese beiden Sachen natürlich wieder da reingeben. Und Silberband geben wir auch vorerst hier rein. So. Okay, gut. Wir gehen jetzt ja, einfach Reich des Seevolks. Passt eigentlich ganz gut. Moment, in welche Richtung muss ich? Hier. Und ich hoffe, gehe ich da richtig? Ne, hier. Und ich hoffe einfach, wir finden mal wieder so, naja, so ein Örbchen, ne? Hier bin ich falsch. Ah, ich muss auf diese Seite hier. Okay, ich muss auf diese Seite hier. Wir sind mittlerweile bei 42 Metern hier. Und wir nehmen natürlich den Goldding mit. Eh klar. Hier ist noch zu. Messermuschel, lol. Aber hier ist offen. Alles klar. Wie viel habe ich hier? Zwei solche Dinger. Na herrlich. Super. Und wo? Ich weiß gar nicht, wo die stehen. Oh ja, ich glaube, dieser Sickle ist schon viel besser. Da haben wir schon mal einen und auch gleich Goldseetang. Und auch noch doppelt bekommen. Was haben wir für Schwein? Was haben wir für Glück? Okay, also das ist schon echt cool, ne? Also ich finde dieses Sichel echt schon voll krass. Okay, jetzt müssen wir einiges hier loswerden.
Sehr schön. Und auch das hier. Jetzt müssen wir nur noch diesen zweiten da finden. Ah, okay. Auf dieser Seite geht es dann weiter, oder? Boah, ich liebe dieses Sichel. Holy shit. Jetzt haben wir schon so viel verkloppt. Und haben immer noch ein gutes Stück der Ausdauer. Das finde ich nice. Und ich liebe es, dass wir das große, naja, große Inventar unter Anführungszeichen halt, ne? Dass wir den größeren Rucksack einfach haben. Das macht echt schon eine Menge aus. Also das mit der Ausdauer, das ist echt jetzt, ja, das finde ich jetzt langsam echt cool. Ich weiß doch nicht, wozu dieser andere sein soll. Vielleicht hier drunter, irgendwo oder hier. Aber wir müssen sowieso alles zusammenkloppen hier. Sieht einfach schöner aus im Meer. Das sieht einfach schöner aus, wisst ihr? Also das ist echt krass, dass wir hier alles so schaffen. Moment. Kann ich die spenden oder was ist mit dieser Muschel hier? Okay, dann essen wir gleich mal. Ja, die können wir essen. Dann, die können wir essen. Und wir können auch die essen hier. So, okay. Na, ich glaube nicht, dass das hier unten ist, aber es stört halt. Das stört halt diese ganzen Sachen. Ah, hier ist er. Okay, gut, dann kümmern wir uns mal um den jetzt hier. Und natürlich um den goldenen Seetang. Ich weiß nicht, ob ich die fangen kann, aber ich versuche es. Jawohl, ich habe sie anscheinend erwischt. So. Boah, jetzt geht das hier wieder. So, der eine müsste nicht frei sein. Natürlich der hier macht wieder irgendwelche so Männchen. So, jetzt müsste es aber eigentlich klappen. Nee, immer noch nicht. Er beschwert sich immer noch, dass hier alles blockiert ist, Leute. Alles ist hier blockiert. Wollen wir das nicht vergessen? Also, das ist ja echt. Also, meint ihr das jetzt aber echt ernst, dass wir hier sowieso alles niedermachen müssen hier? Ich meine, Holy. Haben wir es nun geschafft oder okay? Anscheinend. Und wir haben das ganze Feld was geschafft, ne? Also, das ist wow. So, jetzt verzieht sich dieser eine Ding hier wenigstens. Das sieht aus wie Mickey Maus hier irgendwie. So, jetzt ist die Frage natürlich. Okay, dann nach oben komme ich nicht. Und hier, glaube ich, von hier bin ich gekommen. Okay, dann gehe ich mal tatsächlich jetzt in diese Richtung hinüber. Oha, ich kann schneller. Ich kann. Oh, okay. Anker hierher bewegen, bitte, danke. So, wie viel habe ich hier? Boah, gleich drei Stück und da ist eine Höhle oben.
Aber ich glaube nicht, dass ich da hinkomme, oder? Nee. Aber drei Stück, Leute. Woher kommen denn bitte diese ganzen dunklen Wurzeln hier, ne? Das ist ja. Ah, okay. Dann. Okay, alles klar. Und wo sind jetzt diese drei Dinger? Moment. Ach so, die sind hier. Lol. Anker bitte hier, ja, danke. Ich brauche doch den Anker hier. Marmortruhe. Okay, dann geht das direkt am Morgen weiter hier. Okay, das ist schon krass, muss ich sagen. Boah, gleich drei Stück und so ein großes Gebiet. Aber zum Glück können wir noch so ein bisschen draufschlagen. Und den mitnehmen. So, das war's jetzt aber auch. Willst du mit dem Tauchen aufhören? Ja, das wollen wir. So, neu starten. Ja, so. Also. Wir haben dann schon übermorgen das Erntedankfest. Okay. nein, ich möchte. Oh, es ist sicher schon 14 Uhr vorbei, oder? Ja, ich glaube, da hat schon zu, der Schmied. Ja. Bestimmt. Dann geben wir jetzt. Ah, erstmal. Das hier rüber und das und das. Die können wir verkaufen. Das Glas. Ja. Okay. Am besten wir nehmen das hier zum Verkaufen. Und auch die hier. Jetzt habe ich den Müll wieder vergessen. Von da drüben. Müll hier rein. Okay. Alles klar. So. Ich muss nur ganz kurz was. Okay, so das. Na, endlich sitzt der Hund mal so richtig in dem Körbchen hier, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. 567. Yeah, das wird immer besser hier. Und es ist wieder sonnig, das heißt schnell raus mit den ganzen Tieren. Hey Yuka, heute ist der große Tag. Heute findet die Eröffnungszeremonie statt. Ich wollte dich nur abholen, um mit dir gemeinsam zum Museum zu gehen. Bist du bereit? Nee, nicht wirklich. Ich wollte euch meine Tiere noch rauslassen und so Sachen halt. Was sucht ihr denn jetzt wieder? Oh nein, ich habe daheim etwas vergessen. Weißt du was? Wieso gehst du nicht schon mal vor? Wir sehen uns beim Museum. Das ist mein Glück, dass er was vergessen hat. Ich muss mich beeilen, Yuka. Wir sehen uns. Alter, das ist unser Glück. Schnell die Tiere rauslassen und alles. Ach Gott, geht doch nicht. Oha, da geht es hinunter. Okay, das Museum hat sich ganz schön verändert. Yuka, hast du Scott gesehen? Er ist spät dran. Er sollte die Zeremonie beginnen. Okay. Naja, er wird doch nicht so spät kommen. Glaube ich jetzt nicht, oder? Ah, doch, er kommt schon. Willkommen, verehrte Gäste. Auf die Einweihung der Halle der Gründer. Bin gespannt, was da unten ist. Wir möchten allen für ihr Kommen zu dieser großen Eröffnung danken. Dieses Museum ist wahrlich eine Zusammenarbeit zwischen allen Anwesenden und auch jenen, die nicht anwesend sind. Wir alle möchten allen Unterstützern, die heute hier sind und die an uns geglaubt haben, unseren Dank für den Bau dieses Museums aussprechen. Dieser Raum, diese Halle der Gründer ist das Mindeste, was wir tun können.
So genug gequatscht. Jetzt ist an der Zeit, dass wir endlich offiziell unsere Halle der Gründer eröffnen. Bürgermeister Connor, wenn du uns die Ehre erweisen würdest. Okay, ich bin gespannt, was das hier ist. Danke, Scott. Ich war ja skeptisch, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt uns ihr Geld geben wollen. Aber ich bin froh, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Ich bin mir sicher, dass ihr alle schon ungeduldig darauf wartet, die Halle der Gründer von innen zu sehen. Hiermit erkläre ich die Halle für eröffnet. Sehr gut. Wow. Holy, so viele haben hier gespendet. Und wo sind wir? Ja, wir stehen natürlich nirgends. Wir bekommen keine Statue. Weil wir haben ja nichts gemacht, ne? Außer alles ins Rollen gebracht hier. Wow, sieh mal an, das bin ich. So sehe ich also von hinten aus, hä? Huh? Oh Mann, in Wirklichkeit ist es sogar noch prächtiger. Tja, und wie bei uns gibt es keine. Ich bin, unser Name steht irgendwo. Und gut gemacht, Scott, du hast es geschafft. Ach was, Millie, danke, dass du an mich geglaubt hast. Minuspunkte gibt es allerdings für die Verspätung. Das kommt dann in den Jahresbericht. Ach komm schon, Millie, ich habe so hart daran gearbeitet. Weißt du, ich habe es versucht, wirklich versucht, ein feierliches Outfit für die Eröffnungszeremonie zu finden. Und das ist alles, was ich hatte. Vielleicht ist es Zeit für einen Ausflug zum weißen Flamingo, verstehst du? Oh, Pat, Pat. Du hast dich gut geschlagen, aber Verspätung ist immer noch Verspätung. Nun, da lasse ich dich mal. Es sieht so aus, als bräuchte Bürgermeister Connor etwas Hilfe. Und was bekommen wir? Einen feuchten Händedruck? Und das hast du gut gemacht, Scott. Ja, Scott, du hast super die Insekten und alles gefangen. 1A, Scott. Bei der Eröffnung war ich tatsächlich sehr nervös. Ja, das habe ich bemerkt, aber du hast das trotzdem gut gemacht. Wirklich? Wow, du bist so aufmerksam, aber ich danke dir. Es ist wirklich cool, wenn man darüber nachdenkt, oder? Ich hatte diesen Traum, den ich verwirklichen wollte. Und dann habe ich die Welt dabei um Hilfe gebeten. Ich dachte, dass vielleicht eine Handvoll Menschen die Magie hinter meinem Traum erkennen und mir helfen wollen würden. Aber niemals hätte ich gedacht, dass es so viele Menschen sind, die meinen Traum verwirklichen wollen. Glückwunsch, Scott, ich habe noch gar nicht meinen Traum verwirklicht hier. Ziemlich cool, nicht wahr? Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Das hatte ich ja vorhin eigentlich vor. Das ist für dich. Nur ein kleines Dankeschön für alles, was du bisher für das Museum getan hast. Und das ist ein weicher Pinsel. Er ist so ähnlich wie die, mit denen ich Fossilien und zerrissene Seiten gereinigt habe, die ich auf der Insel entdeckt habe. Ich denke, du hast sicherlich Verwendung dafür. Nach dem, was ich bisher von dir gesehen habe, zu urteilen, wirst du diesen Pinsel sicherlich überaus häufig verwenden. Sag Bescheid, wenn du was Aufregendes findest, okay? Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was du ins Museum einbringen wirst. Ja. Bürste mit weichen, du hast einen weichen Borstenpinsel erworben. Schaltet die Fähigkeit frei, Fossilien und zerrissene Seiten zu bergen. Okay, wo kriege ich Fossilien her? Aber gut zu wissen. Aber okay. So, Kiki. Daisy. Genau, so, okay. Und gleich mal hier eins rein. Und gleich mal hier in den Stall rein. Jetzt sollte ich schon wieder beim großen Scheunentor reingehen. Warum geht das nicht? Ach, die sind voll hier, okay. Dann.
Sehr gut. Ja. Yeah. Große Milch und Wolle. Dann nehmen wir jetzt mal das Hühnerei und mache jetzt Mayonnaise daraus. Okay, sehr gut. Ich habe jetzt. Ach, das sehe ich nicht, was hier ist. Das hier. Entenmayonnaise stellen wir jetzt her. Einmal von Starlet Town. Das Erntedankhaus findet morgen um 19 Uhr statt. Fertig. Okay. Preiselbeere können wir mitnehmen. Auch gleich hier rein verschachern. So. Morgen ist also das Erntedankfest hier. Ich bin gespannt. Was macht eigentlich mein. Ja, denen geht's echt gut. Ich werde hier, glaube ich, nur nach unten nur so Obstbäume anpflanzen. Ich finde das eigentlich ganz okay. Ah, hier habe ich das. Okay. Dann gehen wir gleich mal weiter vorerst zum Tauchpier hier. Tauchpier. Und da rein. So. Tauchen. Bloß nicht Startposition zurücksetzen. Nee, sonst weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Weiter geht's hier mit herum. Herumsensen. Wir sensen hier herum. Oh, was ist denn das? Moment. Nimm das! Giraffenseepferdchen! Muss ich das spenden oder irgendwas? Nee, no, nee, nur spenden. Also kein Anbieten oder so. Oha! Fossiler Knotenpunkt, neue Entdeckung. Bring es zur Bearbeitung ins Labor, finde heraus. Aha! Moment, ich habe doch so ein. Habe ich nicht so ein Werkzeug für das? Ich habe doch einen Pinsel bekommen, glaube ich, für das, ne? Ach, ab hier finde ich Fossilien. Alles klar. Das ist natürlich geil, ne? So, dann die zwei hier. Immerhin haben wir schon wieder was Neues entdeckt. Ah, den aktivieren wir auch gleich. Und dann machen wir gleich hier direkt weiter. Vielleicht finden wir auch noch den dritten. Boah, diese Quallen sehen echt, die sehen so schön aus hier. Okay, ich habe eine Marmortruhe und sowas entdeckt. Ich habe keine Ahnung, wo ich den dritten finde. Aber ich denke, wir werden ihn schon finden, weil wir haben noch. Ja, so viel Ausdauer würde ich jetzt auch nicht mehr sagen, aber. Ich bin sicher, wir werden den schon finden, den dritten Orb. Oh, ich kann was ernten hier. Ein Kambu. Was ist denn das? Kambu. Okay, das essen wir gleich mal. Einmal die hier. Oh, hier ist der dritte. Sehr gut. Und einmal die hier. Okay, und jetzt befreien wir einfach diese Dinger hier vom Weg und dann dürfte das eigentlich auch passen. So, ich nehme das trotzdem hier mal mit. Nehme ich auch mit. Okay, die können wir bei uns auch gleich einverleiben, ne?
Ich habe 7 Marmortruhen schon gefunden. Aber Punkte habe ich keine, oder? Nee, nirgendwo. Okay. Ah, hier wird gleich alles blockiert. Na, hier wird gleich alles fertig gemacht von uns. Okay, und wohin jetzt? Oder geht sich das jetzt aus? Ne, hier ist noch was. Und hier wird auch noch allerhand blockiert. Ja komm, jetzt muss ich hier alles abreißen, oder wie? Oder geht sich das jetzt aus hier? Okay. Oh, da habe ich gleich was hier drüben. Wenn ich an das überhaupt komme, ne? Ja, ich hab's. Ich hab's geschafft. Ich hab's bekommen. Moment, Inventar. Ja, ich kann das auch spenden. Sehr gut. Den nehmen wir mit. Wo bin ich denn hier eigentlich? Fehlt immer noch eine. Ich dachte, ich habe schon die 3. Und ich habe jetzt 2. Okay, das ist natürlich dann, dann gleich mal essen hier diese Muschel. Habe ich noch eine irgendwo? Nee, habe ich nicht. Okay. Also wenn wir dann jetzt nicht finden, dann müssen wir dann am 16. hier nach dem Erntedankfest, was sich natürlich gerade erledigt hat, weil wir haben ihn. Ich zerschrott trotzdem schon mal alles hier. Weil ich weiß gleich, was kommt. Ja, genau, dann geht er jetzt wieder seine komplette Runde. Und dann gleich hier natürlich. Ist ja nicht anders zu erwarten. So, jetzt bin ich aber gespannt, ne? Okay, der geht da anscheinend hoch. Hier. Also das wird mir, glaube ich, ohne Silbersichel, glaube ich, nicht so schaffen. Ach, hier ist noch blockiert. Und hier auch noch. Ja, ich habe wieder so ein Fossil entdeckt. Und auch wieder so eine... Nehmen wir gleich. So eine halt. Ist wieder irgendwas blockiert hier? Nee. Moment, jetzt müsste ich eigentlich dann zur Höhle kommen, ne? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Okay, das öffnet sich da. Aber öffnet sich das auch auf dieser Seite? Wo ich zu dieser Höhle kommen kann oder nicht? Nee, okay, das ist noch geschlossen. Das ist noch zu. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Wo sich diese Wurzel immer mehr zurückzieht, hoffentlich. Okay, wie viel habe ich hier? 2. Bitte einmal Anker hier lichten. Danke. Oh, Moment. Nein. Habe ich das eh schon? Ja, das war das, was ich eh schon habe. Okay. Aber wir sind mittlerweile bei 47 Metern. Also wir müssten eigentlich
Wald, irgendwie so mal auf dem, naja, Grund, Anführungszeichen, irgendwas ja bald rausfinden hier, ne? Was diese Wurzel eigentlich ist. Nehmen wir auch mit. Ich meine, krass, dass wir schon so weit sind. Weil es läuft eben echt gut bei uns mit den Obsidian. Am Land eher schleppend, aber hier sehr gut. Und wie viel habe ich hier? 2. Ja, da hilft nur alles kloppen. Nehmen wir. Und nehmen wir auch gleich mit. Sonst habe ich nichts mehr. Nee, okay. Jetzt muss ich echt alles platt machen hier. Könnt ihr euch das vorstellen? So, okay. Die Frage ist jetzt, was öffnet sich hier? Wahrscheinlich der hier, schätze ich mal. Ich mache das trotzdem kaputt hier alles. Und auch das hier. Wie das immer so richtig eine Runde geht, anstatt einfach gleich hier direkt irgendwas zu öffnen. Nee, echt, das gibt's ja nicht. Das kann ich tatsächlich dieser beiden hier essen. Und auch die hier, so. Jetzt bin ich gespannt, was sich zuerst öffnet. Okay, tatsächlich das hier oben. Und tatsächlich das hier. Nehmen wir auch die, können, schmeißen wir uns auch gleich rein. Einmal verwenden, jawohl. Okay, Anker bitte hierher und... Also oft verstehe ich das nicht mit dem... Mit den Dingern hier. Sehr gut, einen haben wir schon mal. Aber da müssen wir jetzt echt einiges freiräumen hier. Ich glaube, sonst geht das gar nicht anders. Vielleicht haben wir Glück, wir finden sogar den zweiten. Mit dem bisschen Ausdauer, was wir hier haben. Wobei ich das eher nicht denke. Ich meine, guckt euch an, wie groß das ist. Ich meine, what? Ich meine, what? Alter Schwede. Aber ich möchte wenigstens noch den hier befreien, wenn es sich denn ausgeht. Das ist eine andere Geschichte. Wie man hier absolut nicht sieht, so irgendwie, ne? Also ich glaube, den finden wir tatsächlich jetzt nicht mehr. Nee, also ich glaube, da ist schon oberhalb. Ja, was, mein Gott. Okay. Ja, jetzt schwimmt der genau natürlich hierher. Genau da war noch, wo noch so ein Teil war. Ja, da muss er genau hin. Nee, nicht vorbei oder so. Weg damit. Okay, und hier auch. Okay, gut, so stopp. Okay. Jetzt muss ich aufhören, weil sonst
wäre ich wieder ohnmächtig und dann muss ich wieder Geld bezahlen und so einen ganzen Bullshit halt, ne? Aber sehr gut hier. Sorry, ich war nur ganz kurz weg. Okay, also dann gehen wir mal hier hoch. Ja, ich möchte jetzt mit dem Tauchen aufhören. So, jetzt muss ich ja auch mal klicken. Von mir etwas. nee, das hier nicht. So, also. Wir haben jetzt etwas bekommen und das können wir jetzt im Museum spenden, tatsächlich. Da gehen wir am besten Waldgebiet. Also halt zum. Naja, ihr wisst schon, ne? Okay, so, jetzt haben wir. Ne, ich möchte das jetzt nicht mehr einsammeln, das, was hier herumkrabbelt, weil sonst sind wir am Arsch, wortwörtlich gesehen. Bin ich hier? Ja, ich komme hier zum Museum. Okay. Boah, das sieht echt. Oha, ich komme direkt hier zum Museum hin. Also, das ist auch mal nice. Das ist auch mal nice. So. Gegenstand spenden. Einmal das hier. Einmal das hier. Sehr gut. Boah, jetzt gibt es. Noch wieder so viele Artefakte hier und holy. Ist das ein Schiff oder? Also zum Spenden gibt es hier jetzt genug. Oh mein Gott. Ja, ich will das gar nicht sehen jetzt. Ich möchte das jetzt nicht sehen, dass hier so viel schon wieder rumliegt. Jetzt muss ich mal gucken, wie lange nehme ich schon wieder auf. Boah, schon wieder 1 Stunde und 48 Minuten, Leute. Das ist nicht mehr normal. Man kann einfach nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Es ist furchtbar. Okay, Goldzetern kann ich hier reingeben. Den hier und den Rest. Da war eigentlich da drüben. Und. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Fossil-Ding machen soll, aber. Okay. So. Jetzt speichern wir aber jetzt wieder mal. Fort. Okay, ich habe Tauchen. Okay, ich habe anscheinend was Neues gelernt. Ich habe was Neues gelernt. Diese Bomben anscheinend Teil 2. Heute findet ein Fest statt. Ich muss noch ganz kurz gucken, was bräuchte ich denn für so ein Teil? Ah, okay. Ja gut, Leute, aber wie es weitergeht, das seht ihr.